Welcome! Welcome back, ladies and gentlemen! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über das Got2be Manoman Texture Clay. Ja Leute, ich habe mir jetzt vorgenommen, in der nächsten Zeit einige Haarstyling-Produkte für euch zu testen. Und das Got2be Manoman ist mir im Drogeriemarkt direkt ins Auge gesprungen, denn dieses Produkt soll anscheinend halt hoch 5 haben. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, das will ich auf jeden Fall mal testen, denn ich brauche aktuell sehr guten Halt und sehr viel Power in meinen Haaren, weil meine Haare sich ja immer so schön locken. Und ich kann jetzt mal kurz sagen, also meine aktuelle Frise habe ich auch ja, mit dem Got2be Manoman Texture Clay gestylt. Und ja, ich erkläre euch mal, wie ich so meine Haare damit gestylt habe und anschließend gebe ich so ein kurzes Review ab, wie ich das Produkt finde. Als allererstes, wenn ich aus der Dusche komme morgens, mache ich meine Haare dann dementsprechend ein bisschen trocken mit dem Handtuch. Die bleiben aber noch relativ feucht, weil meine Haare mittlerweile echt eine ordentliche Länge bekommen haben. Und wenn ich dann meine Haare so ein bisschen abgetrocknet habe, dann nehme ich den Kamm und dann kämme ich meine Haare erstmal ein bisschen und wuschel dann anschließend nochmal mit meinen Händen durch die Haare durch. Und wenn ich das gemacht habe, dann komme ich zum Got2be Manoman Texture Clay. Ich nehme dann ungefähr so eine kirschgroße Portion, verteile das dann schön in meinen Händen und wie man auch sehen kann, das ist sehr, sehr weiß. Also es ist eine Paste, eigentlich ist sie rosa, wenn man sie anschaut, so ein bisschen rosa-gräulich, aber wenn man sie dann verteilt in den Händen, wird sie weiß und dann verschmiere ich das wirklich ordentlich in meinen Haaren, dass überall in meinen Haaren was ist. Es muss auch überall in den Haaren was sein, nicht, dass nachher Stellen offen sind, also nicht nur vorne die Paste verteilen, sondern wirklich überall. Und bei meiner aktuellen Länge genügt nicht nur eine kirschgroße Portion, sondern ich schiebe dann nochmal nach und zwar eine zweite kirschgroße Portion, sodass ich das Gefühl habe, dass wirklich auch alles passt in den Haaren. So, und dann ja, style ich die Haare so ein bisschen mit dem Kamm als auch mit den Händen. Und so kriege ich eigentlich einen relativ guten, straighten Look hin. Also ich style mir nicht jeden Tag so die Haare. Ja? Ich finde es ein bisschen zu streng, wenn man die so glatt hat wie ich heute. Aber für den Look passt es, glaube ich, ganz gut. Also im Prinzip habe ich versucht, auch den Look nachzuahmen, der hier auf der Verpackung drauf ist. Also ein ja, ziemlich strengen Business-Look, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und anschließend, wenn ich das gemacht habe, meine Haare gestylt habe, ist es natürlich echt wichtig, dass ich vor allem jetzt hinten, dass ich da die Locken so ein bisschen wegbekomme. Dann nehme ich aktuell ja, den Sprühkleber von Got2be dazu, die Version von Julian Bam. Ich muss sagen, wieso, weshalb, warum? Weil meine Locken sich so krass an den Seiten hier locken, dann kann man halt diesen Sprühkleber ganz gut nutzen, um das Ganze sehr gut zu fixieren. Und davon nehme ich auch nicht ganz so viel, einfach nur ein bisschen, fixiere dann dementsprechend die Stellen, die fixiert werden müssen, wo die Haare schnell rausspringen und schon ist der Look fertig. So, und jetzt kommen wir zum Produkt. Also das Got2be Manoman Texture Clay ist ja eine texturierende Paste. Es steht drauf, halt hoch 5. Ich muss sagen, ich war überrascht, denn als ich das ausgepackt habe und mir das zum ersten Mal in die Haare geschmiert habe, habe ich gedacht, okay, krass, da ist auf jeden Fall ein großer Wasseranteil drin. Und ich habe nicht gedacht, dass es so gut hält. Ich würde jetzt nicht halt hoch 5 sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Halt hoch 3 trifft es, glaube ich, eher. Also der Halt ist okay. Er ist nicht wahnsinnig. Ja, also ich habe da schon Produkte gehabt, die einen wesentlich besseren Halt gehabt haben. Aber ich meine, das liegt natürlich jetzt auch an meiner Länge der Haare. Wenn ihr jetzt etwas kürzere Haare habt, ja, vor allen Dingen auch gerade die Seiten, dann denke ich, dann funktioniert Got2be Manoman Texture Clay sehr gut bei euch. Aber wenn du längere Seiten hast, dann hast du ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Halt. Generell, das Produkt lässt sich auf jeden Fall gut verteilen in den Händen und auch in den Haaren sehr gut verteilen. Die Kontrolle in den Haaren ist auch okay, meiner Meinung nach. Man muss halt aufpassen, wie viel man davon nimmt. Ja, man kann auch mal schnell zu viel davon nehmen. Der Geruch von Got2be Manoman Texture Clay, das ist eine 5 von 5, ja. Also Geruch hoch 5, das könnte hier eher hinhauen, weil das riecht wirklich extrem.
Also wenn man das aufmacht und mal eine Nase nimmt, ja, dann denkt man so, wow, krass, das ist ein richtiges Männerparfüm. Also da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben, aber das riecht echt extrem gut und extrem stark. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn was extrem riecht, ja, soll es auch extrem gut riechen. Aber wenn es jetzt extrem stark riecht und extrem beschissen, wäre es auch kacke. Ja. Aber es riecht echt ganz gut. Da kriegen sie auf jeden Fall volle Punktzahl, kann man schon so sagen. Ansonsten, die Auswaschbarkeit, nachdem ich das Produkt benutzt habe, ist so medium. Ja, also ich habe, nachdem ich jetzt, ich habe natürlich auch den Sprühkleber noch oben drauf gesetzt, aber die Kombination aus Texture Clay und Sprühkleber ist halt echt schwer zum Auswaschen. Das muss dabei gesagt sein. All in all muss ich aber sagen, das Produkt ist okay oder in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn man jetzt kürzere Haare oder kürzere Seiten hat, dann würde ich sogar sagen, das Produkt ist gut. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Allerdings brauche ich persönlich sehr viel von dem Produkt, damit es mir Halt gibt. Also diese 100 Milliliter, die da drin sind, ich habe es jetzt knapp eine Woche getestet und die Hälfte ist schon raus. Also da hat man auf jeden Fall größeren Verschleiß bei diesem Produkt. Ansonsten muss ich sagen, ist das Produkt. Ansonsten muss ich sagen, ist das Produkt vollkommen in Ordnung, gerade wenn man kürzere Haare hat. Steht übrigens auch drauf, also bereit für den ultimativen Barbershop-Style. Texture Clay ist perfekt für kürzeres Haar. Also wenn du kürzeres Haar hast und nach einer texturierenden Paste suchst, dann ist Got2b Mann und Mann auf jeden Fall ein Kauf, den man rechtfertigen kann. So, das hört sich, glaube ich, ganz gut an. Wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste, würde ich folgende Punktzahl vergeben. Als erstes würde ich Punktzahl vergeben für den Geruch. Ja, da bekommt das Got2b Mann und Mann Texture Clay 5 von 5 Punkte. Also sehr, sehr geil. Von der Verwendung in den Haaren bzw. vom Verteilen in den Haaren würde ich dem Got2b Mann und Mann 4 von 5 Punkten geben. Vom Halt her, ja, obwohl Halt hoch 5 draufsteht, auf gar keinen Fall Halt hoch 5, sondern maximal Halt hoch 3. Bei kürzeren Haaren hält das auf jeden Fall besser als bei längeren Haaren, aber für mich aktuell eher Halt hoch 3. Auswaschbarkeit würde ich leider nur 1 von 5 Punkten vergeben. Ja, ist leider so. Ich nutze das gerade zusammen mit dem Sprühkleber, aber da gibt es leider nur einen Punkt. All in all finde ich das Produkt okay. Auf jeden Fall ein Produkt, wo man glücklich werden kann für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings muss man darauf achten, dass man Minimum spätestens ein, zwei Wochen danach Nachschub holt, weil dann ist das Produkt auf jeden Fall empty. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ich euch mit dem Produktreview ein wenig weiterhelfen konnte, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support und falls ihr das Got2b Mann und Mann Texture Clay schon mal benutzt habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und auch, was ihr so dazu sagt. Ja, also bis dahin würde ich vorschlagen, macht's gut. Adios, amigos.